So, da sind wir schon wieder zurück, nämlich mit den täglichen Herausforderungen. Diesmal habe ich als Aufgabe, baue Stein ab, nämlich 800. Wie wir das Ganze in einer Runde hinkriegen, ich versuche es in einer Runde, aber ich denke mal, es müsste definitiv klappen, zeige ich euch sofort. Kurze Sache nur in eigener Sache, was euch natürlich alle betrifft. Wir haben zurzeit zwei Sachen laufen. Eine Sache bei mir ist mit dem Skin. Denn ab 2500 Abonnenten haue ich schon den nächsten Skin wieder raus. Warum, wieso, weshalb? Habe ich, glaube ich, jetzt schon oft genug gesagt. Einmal Creator Code gab es einen Skin, einmal YouTube-Partnerschaft gab es einen Skin. Und ich habe mir jetzt gedacht, einfach so, sobald ich quasi die V-Bucks zusammen habe, ich denke mal, das kommt ungefähr hin bei 2500 Abonnenten. Hört sich jetzt viel an, sind noch 530, aber ihr wisst selber, das kann auf einmal schlagartig hochgehen. So, was musst du dafür tun, falls du komplett neu auf dem Kanal bist? Gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Glocke aktivieren nicht für mich, sondern für dich. Denn es kommen bei mir immer alle Aufgaben, dann Livestreams mit Custom Games, da ist auch ein bisschen was geplant, wo ich aber noch nicht genau weiß, wie ich das Ganze mache. Mit, keine Ahnung, da mal eine Tarnung oder mal so kleinere Geschenke, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, und das Wichtigste überhaupt dafür ist halt, wirklich mir eine Freundschaftsanfrage zu schicken. Drei Leute haben es schon wieder getan, einmal abgefragt, Gregor und Mustafa. Einfach Freundschaftsanfrage an YT-Family Hack. So, an mich selber kann ich natürlich keine Freundschaftsanfrage schicken. Ich werde auch gleich direkt zeigen, warum ihr das Ganze bitte machen müsst. Wir nehmen mal gerade hier die drei an. Damit sind wir nämlich jetzt bei knapp 700, ne, mehr als 700. Aber ich bin mal gespannt, wie viel wir reinbekommen. Wir gehen mal kurz in den aktuellen Itemshop. So, kam hier einer dazu? Ne. Wir zeigen einfach mal den Skin hier, weil wäre jetzt zum Beispiel Verlosung und du willst diesen Skin haben, dann suche ich dich hier einfach mal in der Liste und gerade einen Fall suchen. Ihr seht, die Liste wird nämlich immer voller. Zum Beispiel Mustafa. Habt ihr gesehen? Gerade erst Freundschaftsanfrage angenommen. Kann erst in 2 Tagen ein Geschenk erhalten. Bedeutet, ich könnte dir rein theoretisch jetzt dann nichts schenken, sondern erst in 48 Stunden. Also genau in 48 am Sonntag um 3 Uhr könnte ich ihm quasi erst ein Geschenk schenken. Deshalb gerne Freundschaftsanfrage rausschicken, Abo dalassen, Glocke aktivieren, ist nur zu eurem Wohl. So, wie gesagt, Aufgaben sind alle hochgeladen. Falls ihr euch fragt, wie ihr diesen Skin bekommt, beziehungsweise die Skin-Art, einfach alle Herausforderungen machen. Wie gesagt, wir haben jetzt alle 8 Stück, die wir bis jetzt hatten, alle Missionen haben wir gemacht. Alter Ego, da ist die Aufgabe, die jeweiligen alle auf meinem Kanal zu finden. Einfach mal suchen, werdet ihr aber eigentlich relativ schnell finden, denke ich mal alles. Den hier werden wir dann nächste Woche freischalten. Ist kein schlechter Skin. Von daher kann man sich auch darauf schon mal freuen. So, dann aber jetzt zur Aufgabe: baue Stein ab. Das Ganze mache ich in Gruppenkeile. Dann habe ich ja gesagt, wir haben noch eine zweite Sache, nämlich wie die berühmte Minty Pickaxe. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen und natürlich auch im Thumbnail. Die Verlosung läuft in Anführungszeichen immer noch über meinen Mod Till. Der Kanal von ihm ist unten verlinkt. Beziehungsweise ich habe das Video verlinkt, in dem ich seinen Kanal dann verlinke. Also erst mein Video gucken, sich alles anhören, damit ihr auch wisst, worum es eigentlich geht. Wie gesagt, die Minty Pickaxe ist immer noch nicht raus, also auch da gerne mal ein Abo da lassen. Dann denkt dran, die Minty Pickaxe ist zurzeit 50 Euro wert. Also bei eBay Kleinanzeigen geht sie für 50 Euro weg. Das Problem ist, wenn ihr irgendwas kauft, kauft keine Codes online. Trefft euch mit den Leuten, gebt ihnen das Geld, guckt euch vorher die Karte an, ob der Code schon freigerubbelt wurde oder nicht, weil ich denke mal, da sind auch viele schwarze Schafe dabei. So, jetzt geht es aber wirklich in die Aufgabe, ab in Gruppenkeile, weil da bekommen wir einfach mehr Materialien, wenn wir da drin sind, als in allen anderen Lobbys. So, nicht auffüllen, damit mich keiner vollquatscht. Und dann natürlich Gruß geht an alle raus, die dabei sind. Ich sehe gerade, die Abonnentenzahl steigt ganz langsam, weil ich anscheinend immer noch der Einzigste bin. Wenn irgendeiner das doch auch macht, korrigiert mich gerne. Aber ich für mich finde, glaube ich, ich bin der Einzigste, der wirklich alle Aufgaben hochlädt. Ist jetzt nicht irgendwie abgehoben oder so, aber so kommt es mir einfach vor. Weil ich sehe keinen, der alle hochlädt.
Die meisten laden immer 4, 5 Aufgaben hoch, aber ich mache halt wirklich für euch alle. Ist nicht, um irgendwie klickgeil zu sein, sondern ich denke einfach auch an die kleineren Kinder, die vielleicht eventuell irgendeine Aufgabe nicht so ganz verstehen. Deshalb mache ich halt wirklich alles. So, mal gucken, ob das hier schon zählt. Hat es gezählt? Nein. So, wir gehen aber direkt raus. Zack, 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 komm runter. So. Was machen wir? Wir gehen schon mal in keine Städte. Wir bauen keine Häuser ab. Wir gehen wirklich hin und bauen nur Steine ab. Ihr seht hier, auf dem Weg haben wir ein paar. Hier an der Küste sind sogar einige da. Aber wir fangen jetzt erstmal wirklich hier oben an. Dann gehen wir, glaube ich, mal dahin. So, 800 Steine werden wir ja wohl hinkriegen in einer Runde. Wie gesagt, versucht immer auch ein bisschen den Schwachpunkt zu treffen, also diesen blauen Punkt. Gibt halt einfach noch mehr Materialien. So, wo sind wir jetzt? Bei 70? Also im Prinzip haben wir jetzt schon mit einem so einem Fleck 10%. So, ich denke mal, das werden wir eigentlich easy in einer Runde hinkriegen. Wie gesagt, immer die großen Brocken nehmen. Nicht irgendwie versuchen, da Häuser abzubauen, weil wenn ihr die Aufgabe wirklich schnell machen wollt, dann dauert das halt echt an den Häusern, dauert es wirklich ewig. Und ob das Lama zählt, ich kann es euch nicht sagen. Jetzt habe ich nämlich gerade keins zur Hand. Aber ihr seht hier schon, das waren schon wieder 100. Das waren 65. 78. So, dann gehen wir hier nämlich direkt weiter. Ich glaube, hier der Strand ist einer der besten Orte, würde ich jetzt schon fast behaupten. Hätte wäre das Ganze ein Holz, wäre natürlich die eine Holzfabrik, aber guck mal, wir sind ja jetzt schon bei 520. Das geht schneller als gedacht. Das Problem ist, man achtet natürlich auch so nicht drauf, wenn man abbaut, aber wenn man die Aufgabe wirklich schnell erledigen will, würde ich echt behaupten, hier der Strand ist am besten. Das zählt nicht, weil sonst haben wir ja immer nur vereinzelte da rumstehen an Brocken. Dann. Und da, zack, haben wir die Aufgabe schon fertig. Wieder 12.500 EP, kann man mitnehmen, kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, welche Aufgaben alle kommen, aber ich gucke natürlich, dass ich täglich jede Aufgabe hinbekomme und werde euch natürlich zeigen, wie das Ganze abläuft. So, jetzt gehen wir hier mal gerade nochmal zurück. Denn ihr seht ja, der Ladebildschirm ist auch da. Das T verbirgt sich da unter der Brücke. Habe ich aber, wie gesagt, auch ein Video zugemacht. Von daher ist da auch schon mal alles abgesichert. Also ihr könnt bei meinem Kanal wirklich alles machen, was ihr wollt. So, dann haben wir nämlich noch was anderes, nämlich Rette die Welt. Da ist nämlich jetzt auch so meine Frage: Habt ihr Bock darauf, dass ich das noch mehr im Stream zeige, so zwischendurch? Oder sagt ihr lieber, nee, mach lieber nur Team-Modus oder du? Oder halt Custom Games. Obwohl ich sagen muss, Custom Games werden auf Dauer langweilig. Und das Problem ist irgendwie auch, dass die EP halt nicht gezählt wird. Man hat halt wirklich immer noch den Drang, man will leveln. So, gehen wir mal kurz rein. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt. Wo bin ich denn? 52er Zone. Noch sind wir ja im Brutal. Das Problem ist, Brutal geht ja bis 70. Ja, Sturmschild bin ich auch erst bei 2. Also, da würde ich schon gern weiterkommen, aber ihr wisst selber, Rette die Welt ist schon. Es dauert ein bisschen, bis man ganz hochkommt. Klar, ich könnte jetzt auch hingehen, mein Sturmschild hochjagen. Ich hätte bestimmt auch Hilfe von euch. Aber ich will halt schon wirklich alles offen haben, damit wir halt einfach auch die V-Bucks-Missionen haben. Das ist halt auch so ein Ziel von mir, dass ich halt wirklich am besten wäre, dass ich halt euch den Shop zeigen kann, die normalen Herausforderungen und teilweise auch in Rette die Welt, wo die ganzen V-Bucks-Missionen sind. Damit da wirklich im Prinzip bei Fortnite alles soweit abgedeckt ist. Dann hatten mich schon mehrere jetzt gefragt, wie das ist mit Gameplay-Videos. Habt ihr da Bock drauf, wenn wir einen epischen Sieg haben? Ich lade das Ganze hoch. Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, wo ihr was macht, dass ich euch dann quasi unten verlinke damit. Und ich einfach quasi nur die Aufnahme aus dem Stream nehme
wäre auch noch eine Möglichkeit. Also ich habe da schon so ein, zwei Ideen noch, aber ich denke mal, das können wir auch eventuell im Livestream besprechen. Wie gesagt, rette die Welt, macht mir halt schon Spaß, auch wenn es sich ein bisschen wiederholt. Aber wenn man natürlich nach ganz oben will, braucht man da ein bisschen Hilfe, weil die Spieleranzahl halt deutlich gesunken ist. So, das war es jetzt erstmal hiermit. Ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen insgesamt so haltet. Und dann würde ich sagen, war es das auch von meiner Seite wieder und haut rein.